Tag 2 beim Skifliegen und ich habe wohl den meistgefragtesten Gesprächspartner, Interviewgast, denn es gibt ja einiges an Bewegung im Trainerlager, würde man sagen. Nach dem Nichtverlängern von Werner Schuster als Bundestrainer von Deutschland wird natürlich einer ganz hoch gehandelt, das ist der Stefan Hongacher. Aber dazu vielleicht später erstmal, Steff. Die Saison aus polnischer Sicht läuft ja wieder hervorragend, oder? Ja, mit Sicherheit. Also wir haben extrem viele Podestplätze, wir haben noch nicht so viele Siege in dem Jahr feiern können. Einmal hat uns der Kobayashi ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt der Stefan Kraft. Aber wir sind definitiv ganz vorne mit dabei. Wir haben 3 Leute im Gesamtweltcup ganz vorne, sind im Nationencup führende Mannschaft. Absolut zufriedenstellende Saison bis jetzt. Obwohl ihr die Tournee natürlich nicht gewonnen habt, aber ihr seid ja Führender auch in der Nationenwertung. Die wird ja so ein bisschen immer vernachlässigt, vielleicht von den Kommentatoren oder wenn es um Einzelweltcup geht. Aber wie wichtig ist eben der Nationencup für dich und für das gesamte Team? Ja, eigentlich extrem wichtig. Jeder identifiziert sich mit der Nation und das ist eigentlich so eine Cup-Wertung, die nicht nur den einzelnen Sportler betrifft, sondern jeden Betreuer im Team gemeinsam und es hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Was gibt es jetzt noch für Stellschrauben Richtung Weltmeisterschaft? Ich habe es beobachtet, seid ihr jahrelang gefühlt mit diesen braunen Anzügen gesprungen. Dann kam mal ein schwarzer wieder rein, jetzt gibt es so eine Art braun wieder. Also was habt ihr da noch im Köcher? Da wirst du jetzt nicht verraten, oder? Können wir jetzt natürlich hier nicht sagen, aber du hast natürlich wieder super beobachtet, wie immer. Ja, es ist einiges in Gange hier mit im Materialbereich, aber ich denke, wir sind einmal guter Dinge. Wir haben schon nur eine oder andere hier im Köcher. Und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren jetzt, natürlich auch im physiologischen Bereich und noch skitechnische Dinge, also materialtechnische Sachen. Das sind nicht nur immer die Anzüge, sondern gibt es auch andere Dinge noch zu regeln. Ja, und versuchen einfach jetzt diese gute Form, was wir haben, zu optimieren nochmal und dass wir dann die Spitze bei der Weltmeisterschaft erreichen. Steff, von letzten Jahr zu diesem Jahr, wie viel schwieriger ist Skispringen geworden? Also ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr nochmal schwieriger geworden ist. Man muss viel sauberer springen. Umwelteinflüsse haben schon immer, ja logischerweise, Aufwind war besser als Rückenwind, aber mir kommt es so vor, als ob es dieses Jahr noch ein bisschen extremer geworden ist. Ja, es hat sich ein bisschen mehr zusammengeschoben. Es gibt mehrere Athleten, die auf sehr hohem Niveau springen. Wie du schon gesagt hast, man muss extrem perfekt springen. Wenn man einen kleinen Fehler hat, ist man gleich einige Plätze weiter hinten. Der Windeinfluss ist auch eher ein bisschen ist mehr geworden. Natürlich, das Material wird optimiert jetzt ja noch mehr. Und dann machen natürlich kleine Kleinigkeiten auch noch mehr aus in der Sprungweite. Und ja, aber ich denke, Skispringen ist nach wie vor ein sehr, sehr interessanter, cooler Sport. Und ja, wir fighten auch mit. Ja, und interessanter, cooler Sport, da hast du es ja selber mir so ein bisschen das Stichwort gegeben. Ist es interessanter und cooler in Polen oder ist es interessanter und cooler in Deutschland als Cheftrainer verantwortlich zu sein? Ja, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich schon einmal in Deutschland Trainer war, also nicht als Cheftrainer, aber als Co-Trainer und jetzt in Polen. Beide Dinge sind sehr, sehr gut. Und ja, der Werner Schuster hat jetzt seinen Vertrag nicht mehr verlängert für die nächste Saison und wir müssen jetzt mal schauen, was in der nächsten Zeit passiert, ob es eine Kontaktaufnahme gibt seitens des Deutschen Skiverbands oder nicht. Und momentan ist mein Gedanke oder spende ich meine Zeit hauptsächlich der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Und kommt da vielleicht auch mal so ein Kamil Stoch oder so zu dir und sagt, hey Trainer Steff, kannst du ja jetzt nicht gehen, wir wollen noch bis Peking zusammenarbeiten und so weiter. Oder wie ist es da im Team oder ist das gar kein Thema? Nein, im Team ist es momentan gar kein Thema, weil es ja auch noch keine definitiven Dinge gibt und demnach können wir jetzt auch nicht hier irgendwas konstruieren oder die Athleten zu mir kommen und irgendwas sagen. Okay, also wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, die Entscheidung machte sich definitiv nicht einfach, der Stefan Hongacher. Aber jetzt läuft die Saison, du hast gerade gesagt, erstmal fürs Skifliegen noch alles Gute, dann für die Weltcups und natürlich für die Weltmeisterschaft und danke, dass du uns oder dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ja, danke auch, bitteschön.